Das ist Pflicht eines jeden Menschen, dass er nicht erst was, sondern wirklich das tut, was seine Pflicht als Erdenbürger, als Mensch zu seinen Mitmenschen zu sein. Meine lieben Freunde, wir haben auch hier soeben Wahres gehört. Und ich glaube nicht, dass unser Freund Schomburg uns in irgendeiner Weise belogen hat. Ich glaube, dass er die reine Wahrheit gesprochen. Nur fehlt es an einigen Ausdrücken, das heißt, die so dahingehend führen, dass sie uns alles in allem gesehen nicht schädigend sein können. Aber bleibt sich gleich. Er weiß es hier nicht anders auszudrücken. Hier aber, was doch ein Gebet, was doch hier der Glaube an Gott, an das Göttliche ausmacht. Verzweifelt gewesen. Wie ich jetzt feststelle, hat seine Frau selbst aus dem Leben scheiden wollen. Er selbst war nicht derjenige, welcher, der sich damit angeschlossen hatte, oder waren sie auch einmal? Nicht. Nur die Frau selbst aus Verzweiflung, aus Qual und diesen großen Schmerzen, in denen sie, das heißt ihr Körper behaftet war, frei werden wollen. Und ihn auch kurz sagen, dass es unmöglich sei, wenn ein Mensch auf diese Art und Weise aus dem Leben scheidet, hat er sich erst recht versündigt an seinem Körper. Dass er aus dieser Qual, aus dieser Not, aus dem Elend, aus all diesen Schmerzen, die er in seinem Körper fühlte, ausgesetzt gewesen, dass er feige gewesen ist vor dem Bösen und dass er sich nicht zu dem Guten, nicht zu Gott gewandt und glaubt jetzt, wenn er diesem Erdenleben ein Ende macht, dann wäre die Qual vorbei. Nein, da muss ich ganz kurz mit hinein bemerken, dass dann die Qual ja erst beginnt. Ich kann Ihnen anhand von vielen Beweisen an Freunden geben, die ihr Glied nicht mehr an ihrem Körper hatten, sondern das ein Glied von ihrem Körper getrennt und doch waren die Schmerzen verhunden. Ich fasse mich kurz, um Ihnen diese Erklärung zu geben. Der Schmerz bleibt. Der Geist, der Mensch selbst, scheidet aus seinem Körper, so er seinen Körper zugrunde gerichtet hat oder er ihm zugrunde gerichtet wurde. Die Qual hört nie auf. Im Gegenteil, er nimmt sie mit, er hält im nächsten Erdenleben, woran sie alle heute noch nicht ganz glauben können, und die meisten Menschen es recht nicht daran glauben, dass sie wieder mal zur Erde zurückbefördert werden und dass Gott ihnen erneut einen Körper gibt und sie eine weitere Lehre, und damit ihnen die Gelegenheit gegeben ist, eine weitere, bessere Lehre zu ziehen. Und dann kommt die Verstümmelung in dem Körper, weil er das ja wieder mit hineinträgt. Nun, das ist in kurzen Zügen gesagt. Nun aber wieder weitergenommen, wie hier Freund Schomburg auch sagte, dass ein Freund da war. Er selbst ist heute noch nicht zu Vorträgen gekommen. Er hat nur eine Einladung für einen anderen, für einen seiner Nächsten erhalten. Er hat es sich geben lassen. Aber er glaubte doch richtig zu haben, deswegen hat er den nächsten Morgen darauf gewartet, wie geht's deiner Frau? Und hier glaubte er jetzt richtig zu haben, indem er sagt, komm, geh hin und es wird schon gut. Sehen Sie, er ist ein Werkzeug, was er heute noch gar nicht weiß. Er hat hier mit wirklich Gutes getan. Und das ist ein Mensch, der ihn zu dem geführt. Denn Sie sagten ja so schön, Gottes Wege sind nicht so, wie der Mensch sich das so denkt. Ich sag's mal anders, aber der Sinn ist da. Sondern die sind so, manchmal so verzwickt, bis man auf den Weg kommt, auf den man hin will. Auf den man anlangen muss, um hier auch das Heil so erfahren zu dürfen, wie es nicht von Menschen, sondern nur von Gott bestimmt ist. Also kurzum, dieser Mensch, dieser Freund, dieser Arbeitskollege von Franz Schombo ist ein Werkzeug, wie jeder anderes auch ist. Und Tatsache ist, dass er, Franz Schombo, diesen Arbeitskollegen doch immer dankbar sein wird. Und obwohl er heute noch nicht zu unserem Freundeskreis gehört, schadet ja nichts. Aber er hat die Erfahrung gemacht, er hat sie gesammelt und er weiß, dass dieses ihm, dem Mann, wie auch seiner Frau, zu dem großen Glück verholfen hat.
Nun, meine lieben Freunde, wir haben auch weiteres entnommen. Ich muss mich nur beeilen, das Tonband ist bald zu Ende. Weiteres entnommen, dass auch hier die Freunde Schomburg als solche sich heute schon verpflichtet fühlen, weiteren ihren Mitmenschen das mitzuteilen, was Wahrheit ist. Das heißt, wie die Frau selbst die Wahrheit am eigenen Körper erfahren. Und immer wieder noch geht er weiter dazu über, weiterhin helfen, aufklärend zu wirken, um jedem die Wahrheit zu sagen. Und er hat heute schon, wie beide, die Erfahrung, auch in dem Freundeskreis, den er heute selbst führen darf, gesammelt, was weitere Freunde schon selbst an Gutem, an Göttlichem empfangen haben. Da liegt der größte Wert, meine lieben Freunde. Wer, also was der Mensch sät, wird er ernten. Das Bitten, das Beten ist nicht umsonst. Sie dürfen nur nicht verzweifeln, nicht verzagen. Sie dürfen das Gebet nur nicht anzweifeln. Sie müssen weiter in dem Glauben bleiben. Einmal, wie Frau Schomburg auch sagte, wird es doch erhört. Und es wurde erhört. Und nun wünsche ich Sie beide viel Glück und Gottes reichen Segen.